Achtung! Hier kommen die Typen, die keiner leiden kann. Ihr Chef Guido Dentz. Ein Pfundskerl, der noch jedes Auto vom Fleck gekriegt hat. Es ist ein bisschen blöd, aber machbar. So, jetzt haben wir alle ins Klo gegriffen, 3 Leerfahrten. Angie ist Guidos Frau. Sie schmeißt den Laden im Familienbetrieb. Eine Abschlepperin aus Leidenschaft. Macht einen auch schon stolz, wenn man in so einem Männerberuf als Frau dann irgendwo doch sein Mann steht. Es ist immer jeder andere, aber nie derjenige selbst, der abgeschleppt wurde. Michael, der Jüngste im Team. Parksünder von der Straße zu holen, hatte er sich einfacher vorgestellt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so umfangreich ist, dieser Job. Und Jürgen, das Energiebündel vom Dienst. Er gilt als schnellster Abschlepper Frankfurts. Und Jürgen weiß, dass er das Richtige tut. Wenn die abgeschleppt worden sind, dann ist das auch ein Grund. Otto, der hat's verdient. Ganz klar. Diese 4 räumen auf. Auf der Dippemess geht's rund. Das größte Volksfest im Rhein-Main-Gebiet. Für das Abschleppunternehmen der Familie Dentz traditionell ein sicheres Geschäft. So, kam gerade ein Auftrag, Riederbruch unter der Brücke Richtung Metro. Okay, ist eine schöne Scheiße da hier. Da wollen wir mal gucken. Die erste Fuhre des Tages fährt der Chef persönlich. Guido Dentz, der Vollstrecker. Und heute rechnet der 49-Jährige mit vollen Auftragsbüchern. Es geht jetzt vorwärts. Jetzt geht's vorwärts. Das ist jetzt der erste. Und wie es dann die Erfahrung sagt, geht dann alles Schlag auf Schlag. Und dann wissen wir wieder nicht, wie wir es bewältigen sollen. Das ist immer dasselbe. Am sogenannten Familientag wird's eng mit dem Parkraum. Die Großveranstaltung zieht alljährlich tausende Besucher aus dem Umland nach Frankfurt am Main. Traditionell ein Fest auch für Guido Dentz. Im Auftrag des Ordnungsamtes räumt er Blech ab, wo es nicht hingehört. Es verspricht wieder ein Glückstag zu werden. Heute machen es ihm die Falschparker sogar leicht. Eigentlich stehen die normalerweise immer so hoch. Heute stehen sie abschleppfreundlich schön gerade. Aber nicht mehr lange. Schließlich gibt es Gesetze. Und die klingen so. Also das Parken auf dem Gehweg ist generell nicht erlaubt. In diesem Fall blockiert ihr den Gehweg so, dass wir den entfernen müssen. Gerade aufgrund der hier herrschenden Dippemess ist hier mit hohem Verkehrsaufkommen von Fußgängern zu rechnen. Und deshalb wird das Fahrzeug dann von uns entfernt. Machen wir erstmal in Ruhe abladen und dann nehmen wir die nächste Runde. Der Abschlepper lebt mit dem negativen Image seiner Zunft. Und zwar ganz gut. Es gibt doch immer Berufe, die schlecht sind, oder? Gerichtsvollzieher ist nicht schön, Schlüsseldienste sind nicht schön, alle, die zocken auch ab, die Abschlepper zocken ab. Die Ordnungsbeamten haben einen scheiß Job, verteilen Knöllchen. Es gibt doch immer in jedem Berufszweig irgendwo was, was nicht so toll ist. Aber es muss gemacht werden. Und einer muss es machen. Und da haben wir ganz laut hier geschrien. Auf dem Hof der Firma im Frankfurter Hafengebiet lädt Guido das erste Beutestück des Tages ab. Ja. Bin dann wieder frei. Alles klar, verstanden. Und eigentlich sollte es jetzt richtig losgehen. Während des Volksfests laufen die Telefone in der Regel gerne mal heiß. Komischerweise bis jetzt noch nicht allzu viel gewesen, 2 der 3 Stück. Wundert mich ein bisschen. Normalerweise haben wir jetzt schon die erste Runde weg und auf dem Hof. Aber bis jetzt ist schwach. Warum das Geschäft gerade heute so schleppend läuft, ein Rätsel. Erst als die Dämmerung über die Main-Metropole hereinbricht, kommt ein neuer Auftrag in Sicht. Ein Falschparker im Wohngebiet. Bevor Guido den Kandidaten auflädt, sehen er und die Ordnungshüter sich den Wagen ganz genau an. Hast du das Bäumchen hier? Gut, ist dokumentiert. Hier, das ist doch schön.
bin im Meeting. Mein, da wäre ich jetzt auch gern mal im Meeting. Der Kombi steht an einer Ecke, die oft als Parkplatz missbraucht wird. Ja, wir haben halt hier immer das Problem, die Bewohnerparkplätze sind zugeparkt. Die Bewohner selber finden keinen Parkplatz. Hier haben wir bedauerlicherweise sogar einen Bewohner. Aber die Gefährdung war halt hier zu groß, um das Fahrzeug weiterhin stehen zu lassen. Ja. Das ist halt immer wieder das Problem, das kollidiert. Aber wir versuchen unser Bestes, den Bewohnern gerecht zu werden. Aber wir müssen auch die Verkehrssicherheit erhalten. Ja. Hallo, guten Abend. Ist das Ihr Fahrzeug? Das ist meine Auto. Ja? Ja, ich wohne hier neben, habe ich geguckt von meinem Fenster. Oh, was ist ja los jetzt? Das Problem kennt man aus vielen deutschen Städten. Wie wird der mobile Mensch sein Auto abends wieder los? Dann gleich hier abladen. Wenn ich nachkomme, nach 20 Uhr oder 19 Uhr, ich fahre hier 20, 30 Minuten keinen Parkplatz. Ich muss parken hier und sonst kommt Problem. Und nun zur Preisfrage. Kostet du das? Wo sind wir denn? Wir sind ja schon nach 20 Uhr. 261 Euro kostet die Vorleistung. Ah, dann kommen die 60 Euro Verwaltungsgebühren noch dazu. Ja. Und das kommt dann alles übers Amt. Das ist zu viel. Das Einzige, was Sie gespart haben, dass Sie das Auto jetzt nicht abholen müssen. Ne? Kein überzeugender Trost. Ich habe einen Parkschein gekauft, 50 ja. Euro, vom ganzen Jahr, 2 Jahre. Und guck mal, 300 Euro. Für was? Für was 300 Euro? Warum? Das ist Mafia. Ich meine, er sieht natürlich den Preis. Der kommt natürlich erstmal wie ein Schock rüber. Ist ja auch nicht wenig, muss man sagen. So, denn eine kann es besser bezahlen, der andere nicht so. Er muss sich's absparen. Klar, im ersten Moment. Oh, und jetzt? Und dann denkt man natürlich, ja, der hat jetzt in 3 Minuten das Geld voll verdient. Die sehen halt alle dieses Drumherum nicht. Und das ist halt das Entscheidende. Jetzt dunkel, alle Feierabend und wir stehen hier und machen noch die Arbeit. Also. Und der sonst so vielversprechende Tag, er wird für Guido eine Pleite. So, jetzt haben wir alle ins Klo gegriffen, 3 Leerfahrten. Leerfahrt bedeutet, die Autobesitzer treffen an ihren Wagen ein, bevor der Abschlepper angerückt ist. Mehr als eine Entschädigung für die Anfahrt ist nicht drin. Eine Amerikanerin vermisst ihr Auto. 2 junge Einheimische begleiten sie auf den Abschlepphof. Der blaue Mercedes. Michael macht die Rechnung fertig. Ist das teuer? Ihr Lächeln sagt mir, dass ich gleich weinen werde, oder? Ich wusste weder, dass ich dort nicht parken darf, noch wen ich jetzt anrufen könnte. Jan und Kim haben angehalten und mir geholfen. Für die beiden jungen Leute Ehrensache. Sie hat jetzt morgen einen Flieger bekommen müssen in die USA und all ihre Sachen, die Tickets, die Laptops waren halt im Auto und es wäre eine Katastrophe gewesen. Danke, macht's gut, Jan und Kim. Bis zu 320 Euro müssen Falschparker in Frankfurt zahlen. Doch das große Geschäft blieb für die Abschlepper heute aus. Der nächste Tag muss besser werden. Michael ist der Jüngste im Betrieb. Guido hat den 26-Jährigen gerade fest angestellt. Nun zeigt er ihm, wie die sogenannte Brille am Heck funktioniert, wenn es mal größere Fahrzeuge zu schleppen gibt. Lass uns den mal hier rausmachen. Ist auch ganz wichtig beim Abladen, dass die Luft immer runter ist. Sonst haut er dir nach. Ja. Wenn du das nicht machst, kannst du dir den Kühler oder irgendwas kaputt hauen, weil er nachdrückt. Will er nämlich unten liegen. Sehr viel zu lernen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so umfangreich ist, dieser Job. Aber das ist so viel, was damit mit zusammenhängt. Ja. Wenn jemand neu ist, ist so viel falsch zu machen. Und dann weißt du genau, jetzt kannst du ihm nicht mehr helfen. Jetzt muss er es selber machen. Und das ist auch nicht ohne. Ja.
Guidos Frau Angie herrscht im Bürocontainer über die Organisation des Betriebs. Sie ist Dispo-Chefin, Kassenwart und oberste Buchhalterin. Arzweg hoch, links auf die Wittelsbacher. Direkt hier vorne an der Ecke. Okay. Vor allem aber ist sie mit Leib und Seele Abschlepperin und liebt es, in dieser Stadt aufzuräumen. Mir macht das total Spaß. Also ich genieße auch teilweise echt die ungläubigen Blicke, die man manchmal kassiert, ja, wenn man so als Frau fährt. Gerade so, wenn man an eine Ampel ranfährt oder an Zebrastreifen ranfährt und man lässt dann jemand über die Straße. Und es ist auch völlig egal, ob Frau oder Mann über die Straße geht. Die Leute gucken immer erstmal. Ja. Und das macht einen auch schon stolz, wenn man in so einem Männerberuf als Frau dann irgendwo doch sein Mann steht. Die gelernte Fremdsprachensekretärin hat Guido vor 5 Jahren geheiratet und den ungewöhnlichen Job gleich mit. Die obligatorischen Beweisfotos zum Zustand des Fahrzeugs. Dann soll sie den Falschparker mitnehmen. Ein Auftrag, der in diesem Fall eine zartfühlende Sonderbehandlung erfordert. Also wir nehmen jetzt hier die Schlups, weil wir auf der anderen Seite das Problem haben, dass der so nah am Stromkasten steht. Und da kriegen wir die Klammer nicht ohne Probleme dazwischen. Und dann haben wir hier diese Abschleppbänder, dann nehmen wir die, sparen uns ein bisschen Platz und kriegen den dann auch besser hier weg. Wichtig ist es halt auch immer aufzupassen, dass man dann kein Ventil in der Nähe hat, ne? Weil wenn man irgendwas aufs Ventil drauf drückt, dann ist der Reifen platt und der Kunde glücklich. Währenddessen absolviert eine junge Dame einen schweren Gang. Guten Tag, hallo. Mein Auto ist gerade abgeschleppt worden. Sie wollen es holen? Dann brauche ich mal Fahrzeugschein und den Personalausweis. Und wieder wird es Zeit, über Geld zu reden. Wie viel kostet mich das jetzt? Warten Sie, ich rechne es gerade aus. 323 Euro macht das. Oh. Eine saftige Summe. Rund 60 Euro davon gehen an die Stadt Frankfurt. Ja, da ist irgendwie ein Flohmarkt oder was war da gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ist der immer da oder ich kenne das nämlich nicht. Das da ist halt so ein Platz direkt vor meiner Haustür und da findet immer irgendwas statt. Ich habe einfach nicht aufgepasst, ne? Aber wie gesagt, meine Nachbarn sind den ganzen Tag da gewesen. Also heute Morgen, die hätten auch mal kurz klingeln können und sagen können, komm runter. Richtig dumm gelaufen. Richtig dumm gelaufen. Ja. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Ja? Okay, auch wenn Dank. Er böse war, ich weiß. Ja, okay. Also, tschüss. Ich meine, das ist schon eine Zahlung. Also dafür gehe ich jetzt noch mal im Nebenjob noch mal den Monat arbeiten jetzt, damit ich das wieder drin habe. Wir können es auch nicht ändern. Ist halt unangenehm, dass es heute so teuer ist. Aber was will sie machen? Sie hat da gestanden und ja, letztendlich hat sie sich selber hingestellt. Angie hat den Problemkunden inzwischen sicher am Haken. Ganz nebenbei hebt sie auch das Frauenbild in der Öffentlichkeit. So viel Emanzipation erntet, wieder einmal Applaus vom Straßenrand. Finde ich top. Also ist die einzige. Ganz einfach. Könnte mehr sein. Ich bin dann auch dann immer selber sehr streng mit mir. Und sehr perfektionistisch da veranlagt und ärgere mich dann darüber, wenn ich die Jungs dazu rufen muss, weil ich nicht kann, ärgere ich mich so sehr, dass ich teilweise vor Zorn heul. Das ist teilweise schon, wo dann meine Männer sagen, komm, halt mal einen Ball flach. Aber man will dann, ich habe auch dann den Ehrgeiz, gerade im Pkw-Bereich, das dann auch alles hinzukriegen. Achtung, hier kommt Jürgen. Im Dienst der guten Sache. Da mischt einer aus seinem Gelände raus, der kommt nicht raus. Da blockiert jemand die Ausfahrt und den holen wir jetzt da weg. Wenn er jetzt kommt und er fährt weg, dann habe ich Pech. Aber ich glaube, da ist immer ganz gute Chance, dass der nicht wegfährt. In der schmalen Straße ist Jürgens Feinmotorik gefragt. Das ist aber wirklich eng jetzt. Dieser Mann gilt als der schnellste Abschlepper Frankfurts und löst praktisch jedes Problem. Ja, vom Platz her habe ich wenig Platz jetzt hier. Aber es geht noch. Ich muss ein bisschen beiziehen. Die eine Klammer muss ich noch mal richtig richten. Aber das kriege ich.
Jetzt haben wir ihn aber. Das Publikum staunt, wie schnell der Falschparker seine neue Reiseflughöhe erreicht. Jürgen macht den Job schon viele Jahre. Und so ist auch dieses Hindernis zügig aus dem Weg geschafft. Guidos dienstältester Mitarbeiter hat wieder zugeschlagen. Haben wir ihn gekriegt. Aber gut, der Mann kommt nicht in seine Einfahrt rein mit dem Auto. Ist klar, ja. Der muss weg. Ist natürlich ärgerlich aber für ihn, aber andererseits, er muss gucken, wo er parkt. Wie oft er schon mit neuer Beute durch diese Einfahrt gerollt ist, Jürgen mag es nicht mal schätzen. Auf dem Hof der Firma Denz werden die Fahrzeuge gut bewacht aufbewahrt, bis ihre Besitzer sie wieder abholen. Das Ritual ist immer das gleiche. Die Handgriffe wiederholen sich. Und doch ist jeder Abschleppvorgang anders. Für den gelernten Gerüstbauer verliert dieser Job niemals seinen Reiz. Es macht mir immer noch Spaß, wie am Anfang auch. Das ist eigentlich so meine Arbeit, wo ich eigentlich auch so aus mir rauskomme. Das abwechslungsreiche Autos, ja, das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Und ich fühle mich auch unwahrscheinlich wohl hier, ja, muss ich sagen. Auch der Boss rückt wieder aus. Guido folgt bei seiner Arbeit dem eisernen Grundsatz, sei schnell, aber niemals hektisch. Also ich finde es wichtig, wenn ein Abschlepper zu einer Situation kommt, sich erst Gedanken zu machen, die richtig einzuschätzen und dann mit der Arbeit zu beginnen. Das ist wichtig. Das macht's aus. Nicht gleich los, Haken dran, hochheben, kaputt machen, sondern erst überlegen, was mache ich wie, wenn er auf dem Dach liegt oder Unfall oder steckt wo fest. Was mache ich wie, es abzustimmen, mir alles vorzubereiten und dann anfangen zu arbeiten. Hallo, welcher denn? Welcher? Der Mercedes? Gut. Der Wagen blockiert eine Einfahrt, die eigentlich unübersehbar beschildert ist. Und wie so oft greift Guido erstmal zur Kamera. Wir machen jetzt Fotos zur Beweissicherung, dass es nicht heißt, das war so alles der Abschlepper oder so. Ich meine, ist zwar lächerlich, aber ist kein Sahnestück hier. Dach ist auch ein Klassiker. Bin mir gar nicht sicher, ob der überhaupt noch fahren darf hier. Der ist ja total dahin hier. Alles der Schlepper. Das Auto muss weg, damit ein Spediteur mit seinem Laster endlich aufs Grundstück kann. Den halben Tag schon wartet der ortsfremde Fahrer auf den Zugriff der Behörde. Schuld ist ein Missverständnis. Vor der Einfahrt sind Autos geparkt und das ist Feuerwehrzufahrt. Ja, Polizei habe ich schon gemeldet, aber das ist Stadtpolizei und das habe ich nicht gewusst. Jetzt sind sie gekommen, aber 4,5 Stunden sind weg. Jemand muss das zahlen. Es war offensichtlich, weil er parkt jetzt im gesiegelten Zeichen. Also er hätte sehen müssen. Und somit ist es jetzt seine Schuld, sage ich mir mal. Das sind seine Kosten. Nachdem das Hindernis beseitigt ist, erreicht das Lastwagengespann doch noch sein Ziel. Wie kommt jemand auf die Idee, ausgerechnet in einer solchen Toreinfahrt zu parken? Guido macht sich über den Übeltäter so seine Gedanken. Heute in der hektischen Zeit, keiner hat Zeit, jeder macht, was er will. Schnell, schnell, letzter Drücker. Das wird es immer geben. So wie jetzt die Situation auch, Einfahrt einfach reinstellen, fertig. Das wird nicht weniger werden, das glaube ich nicht. Und es bringt schließlich Geld. Auch beim Abladen muss der Abschlepper den nicht mehr ganz taufrischen Wagen mit Samthandschuhen behandeln. Herausforderung ist vielleicht jetzt bei dem gewesen, den so abzusetzen, dass er nicht in zwei Teile bricht. Weil er in so einem super Zustand ist, bin ich froh, dass ich ihn jetzt abgesetzt habe. Das ist eine Herausforderung. Das war bestimmt auch der Abschlepper hier, oder?
Nachwuchsschlepper Michael bricht zu einem Einsatz auf. Erst seit wenigen Monaten im Betrieb fährt die Nervosität immer noch mit. Bei jedem Auftrag kribbelt es. Vor allem als Neuer ist man aufgeregt. Kommt ja immer was Neues auf einen zu. Ist nie der gleiche Job, ne? Immer was Neues. Das macht's ja auch so aufregend. Er wird zu einer Parkzone in der Frankfurter Innenstadt gerufen. Das Knöllchen steckt schon lange am Wischer, aber hat den Fahrer wohl bisher nicht beeindruckt. Eine Weile blieb das Ordnungsamt geduldig, aber jetzt wird durchgegriffen. Das Fahrzeug steht seit gestern unverändert und ist ein Langzeitparker und im Parkscheinbereich wird dann da abgeschleppt. Der klassische Kleinwagen freistehend geparkt. Für Michael längst nicht mehr als eine Fingerübung. Routiniert lädt er die Fracht wunschgemäß auf und rangiert seinen schweren Laster zurück aus der Sackgasse. Der 26-Jährige ist gelernter Kfz-Lackierer, war aber mit den Verdienstmöglichkeiten im alten Job nicht glücklich. Über einen Umweg kam er in Kontakt zu Guidos Firma und fühlt sich im Abschleppdienst nun rundum wohl. Allerdings hatte sich der junge Mann die Anforderungen deutlich einfacher vorgestellt. Ich hätte nie gedacht, dass so viel drumherum noch ist. Ich dachte, hinfahren, Auto drauf, wegfahren. Aber das ist es nicht. Also man muss sehr viel lernen und sehr viel wissen. In Guidos Familienbetrieb hat Michael inzwischen seinen festen Platz. Ich mache das ja jetzt in dritter Generation. Der Opa hat damit angefangen, dann mein Vater. Und ich habe das dann vom Vater übernommen. Ich bin schon, seitdem ich keinen Führerschein habe, schon immer mitgefahren. Und seitdem ich den Führerschein habe, fahre ich selber. Früher konnte man mit dem Dreier noch fahren, da haben wir kleine gehabt. Dann habe ich direkt mit 21 den großen Führerschein, den Lkw-Führerschein gemacht. Und seitdem fahre ich immer voll mit in der Firma. Ein Unternehmen mit Geschichte. Der Großvater hat den Betrieb 1959 gegründet. Einer der ersten Abschleppdienste, der vor allem bei Unfällen zur Bergung ausrückte. Guidos Vater modernisierte den Fuhrpark. Und schließlich stieg auch der Sprössling ein. Gut zu erkennen an der für die 80er Jahre so typischen Fukuhila-Frisur. Die Haarpracht hat sich kaum geändert. Und das tägliche Geschäft auch nicht. Servus, grüß dich. Aber in den Guido Denz soll eine enge Straße im Wohngebiet freiräumen. Weil ein parkendes Auto den Weg versperrt, kam der Müllwagen nicht durch. Sieht nach einem Routinefall wie aus dem Handbuch aus. So, das Erste, was wir machen, Radklammer anlegen. Damit haben wir die Teilleistung. Sprich, die Anfahrt hat sich finanziell schon gelohnt. Halbe Miete. Allerdings ist der Wagen auch wirklich dämlich geparkt. Ja. Und da verließen sie ihn. Und jetzt müssen wir ihn erst ein bisschen wegziehen, dass wir die eine Klammer noch dran kriegen. Weil ich krieg sonst die Radklammer nicht dran. Jetzt zieh ich ein bisschen weg. Zwischen Auto und Zaun kommt kaum noch ein Dackel durch. Es ist ein bisschen blöd, aber machbar. Der verlängerte Arm des Gesetzes wird in Stellung gebracht. Guido gibt Stoff. Und er muss ein wenig tricksen, um Platz für die anderen beiden Krallen zu schaffen. Erst zerrt die Maschine, dann der Muskelmann. Die Eile hat ihren Grund. Muss schnell gehen, weil erst wenn wir komplett verladen haben und angefahren sind, haben wir das volle Geld verdient. Der Kunde jetzt noch dazukommt, haben wir eine Teilleistung, da hätte ich hier vieles umsonst gemacht. Deswegen bemüht man sich immer ein bisschen Gas zu geben. Nach nur wenigen Minuten entschwebt der Parksünder seiner saftigen Strafe entgegen. Die öffentliche Ordnung ist wiederhergestellt. Dank Guido. Der Müllabfuhr musste auch bereits schon mal wegfahren. Das heißt, die Leute sind dann natürlich verärgert, weil der Müll nicht abgeholt wird. Und da ist dann halt auch ganz klar gefordert, dass wir handeln. Da haben wir das Fahrzeug halt jetzt abgeschafft. Falschparker sind Guidos beste Freunde. So, erste Kurve geschafft.
kommt noch eine. Aber manchmal hat auch er die Faxen so richtig dicke. Nee, das ist doch auch nicht normal, oder? Das ist auch so ein Klassiker. Einfach alle Verbotstellen, Handynummer vorne ins Armaturenbrett legen und dann sollen die Leute sehen, wie sie fertig werden. Könnte ich aus der Haut fahren. So. Und da hinten verbrennen dann die Leute, weil die Feuerwehr hier steht, weil der Herr sich vorsätzlich hier hinstellt und seht doch zu, wie er fertig wird. Könnte ich aus der Haut fahren. Würde ich am liebsten den Kotflügel abfahren. Ein Slalom im Schritttempo. Sowas zerrt an den normalerweise stahlharten Nerven des Abschleppers. Schließlich setzt der Parksünder auf dem Denzschen Hof zur Landung an. Auch beim Abladen bleibt Guido hochkonzentriert, denn nur allzu gerne wird später über Kratzer im Lack gemeckert. Also das kommt sehr oft vor. Aber das Ordnungsamt ist da sehr genau. Die nehmen die Schäden sehr gut auf. Wir machen Fotos immer davon. Das heißt natürlich nicht immer, dass man alles gleich auf dem Bild hat oder dass das jetzt das Hundertprozentige ist. Aber es wird sehr oft probiert und da kann man den Leuten schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist schon, ja, ärgern sich halt. Angie rollt auf den Hof. Und diesmal bekommt die Chefin Ärger mit ihrem Mann, weil sie den Wagen angeblich falsch aufgeladen hat. Also sowas von Banane. Guck dir das mal an, wie schräg das ist und wie weit du ausgleichen musst. Und wenn du ein falsches Auto hast, geht's so gar nicht. Wenn du den jetzt ablässt, musst du so aufpassen, dass du nicht aufs Dach kommst. Das ist so schlecht, weil der so ein Übergewicht nach hinten hat. Auweia. Nicht nur das Auto, auch der Betriebssägen hängt schief. Ist auch eine Riesenscheiße wegen der Leitung da oben. Guck mal, wie schräg das Ding ist. Oller Besserwisser. Und das Blöde ist, er hat auch noch recht. Ich guck nur ein bisschen mit, dass ich schön abladen kann hier. Noch ein bisschen hinter, ja? Gut. In der Main-Metropole werden pro Jahr bis zu 6.000 Falschparker abgeschleppt. Kein schlechtes Pflaster für Abschleppdienste. Jürgen besucht das Chef-Ehepaar daheim. Moin. Er holt sich letzte Instruktionen ab, denn er muss den Laden nun alleine schmeißen. Die Densons fahren mit Sohn Maurice in Urlaub. Erreichbar sind wir immer. Ja, ja. So, weil schickst eine WhatsApp oder irgendwas und dann melden wir uns. Die kommt im Laufe des Tages. Der Stellvertreter wird auf den neuesten Stand gebracht. Welche Kunden wann ihre Autos abholen wollen. Mach's gut. Jürgen macht das schon. Aber eins ist klar. Auch in den Ferien kreisen die Gedanken der Schlepperfamilie oft um ihren Betrieb. Wirklich richtig abschalten als Selbstständiger kann man, glaube ich, nicht. Ja, weil man immer gucken muss, dass man genug Arbeit für seine Leute hat. Man hat ja eine gewisse Art von Verantwortung. Und man fährt immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Urlaub. Mit dem lachenden, man erholt sich. Und mit dem weinenden, hoffentlich geht alles gut. Und hoffentlich läuft alles und die Jungs schaffen alles. Jürgen ist kein Freund von Papierkram. Aber der 49-Jährige fuchst sich penibel in die kommissarische Geschäftsleitung ein. Man will nichts verkehrt machen, man will alles richtig machen. Die Aufträge hoffe ich, dass sie alle sauber laufen, dass nichts passiert, dass nichts kaputt geht, dass alles mit dem Computer klappt hier, mit der Rausgabe. Das ist schon ein angespanntes Gefühl, immer. Ein Auftrag für Jürgen und sein rollendes Büro. Die Firma den Sir. Motto, einmal bitte Böhmer und Förster, Ecke Reuterweg, Stadt Auswärts. Jetzt muss ich natürlich immer gucken, dass ich hier schreiben kann. Ja, Liste habe ich auch alles, also normalerweise kann nichts passieren. Hoffen wir mal. Ja, heute geht's schon gut los. Die Bankenstadt hat rund 700.000 Einwohner plus 350.000 Berufspendler. Da kann nicht jeder einen ordnungsgemäßen Parkplatz finden. Und hier haben wir den Fall 5 Meter vom Überweg. Otto, der hat's verdient. Ganz klar. Jürgen ist ein Energiebündel und zu jeder Tageszeit flink wie ein junges Wiesel.
Sein Ruhepuls soll bei 180 liegen, aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Der Job ist routiniertes Handwerk. Aber er spricht auch Jürgens Gerechtigkeitssinn an. Strafe muss sein, zumal wenn einer so richtig unverschämt parkt. So habe ich kein Verständnis, auf dem Zebrastreifen draufstehen. Also das ist schon, normalerweise muss man 5 Meter wegbleiben. Da habe ich leider kein Verständnis dazu, überhaupt nicht. Und da geht es auch dann noch mal ein Stück schneller, ja, klar. Inzwischen reisen der Chef und seine Familie in den Urlaub. Umgerechnet 450 Pferde treiben Guidos Auto in Richtung Bayern voran. Mit an Bord ist auch diesmal die Sorge, ob das Geschäft in der Heimatstadt wohl inzwischen auch ohne sie läuft. Jürgen zumindest ist schon wieder im Einsatz, sprich im Stress. Ja, enger geht's ja nicht hier. Na und, wie soll ich hier vorbeikommen? Welche sind das, die zwei, ja? Der Astra und der Nämlich den Mercedes, ja? Ein Umzugslaster muss warten, weil zwei Autos die eigentlich gesperrte Ladezone blockieren. Bis die weg sind, stockt der Umzug. Für die Leute natürlich doof, weil ist natürlich hohe Kosten. Und jede Stunde Verzögerung, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Euro das vielleicht da ausmacht. Und ja, wie gesagt, sehr ärgerlich. Die könnten schon, wahrscheinlich schon längst fertig sein, die Person, aber da müssen sie jetzt durch. Die Umzugsfamilie hat schon mal grob hochgerechnet. Das sind jetzt 2 Stunden, die den Fahrzeughaltern berechnet werden, weil hier 5 Leute gewartet haben. Also der Abschleppdienst muss dann übernommen werden. Plus die Abschleppkosten, so, das sind meine Informationen. Jürgen zieht mit dem ersten Hindernis von dannen. Den zweiten Wagen entfernt Kollege Michael. Dann kann der Umzug starten. Jetzt haben wir 2 Stunden gewartet, bis sie abgeschleppt worden sind. Und jetzt können wir loslegen. Und während die Möbelpacker in die Gänge kommen, fragt sich die Falschparkerin, wo denn ihr Auto geblieben sein mag. Es ist hier, wie sie von der Polizei erfahren hat, in Jürgens Obhut. Dass der Herr vom Abschleppdienst ebenso flott wie freundlich ist, macht die Sache weder besser noch billiger. Dann 298 Euro. Entweder bar oder mit EC können mit Sie bezahlen. Mit EC-Karte. Am liebsten gar nicht. Ja, ich glaube es Ihnen. Haben Sie Schilder nicht gesehen? Die Umzugsschilder? Nein, habe ich nicht gesehen. Ja. Sonst hätte ich mich ja nicht dahingestellt. Ja, ja, da stand ein großer Kombi an der Seite, ja, wo das erste Schild steht. Ja, das habe ich nicht gesehen. Und erst als ich dann zum Auto zurückkam, denke ich, mein Auto, das kann doch gar nicht sein. Wo ist mein Auto? Nur noch die Quittung. Und für Jürgen ist der Fall erledigt. So, das ist für Sie. Das war's. Ich wünsche trotzdem noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen sage ich jetzt nicht. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Trotzdem schönen Tag. Alles klar. Dann gehen Sie wieder hier durch, fahren Sie vor ans Tor, ich lasse Sie dann raus. Das erste Mal und hoffentlich auch das letzte Mal im Leben, dass ich abgeschleppt worden bin. Ja. Die meisten sind natürlich sehr verärgert, was ich ja natürlich auch einsehen kann. Ja, es ist natürlich auch viel Geld, was sie bezahlen müssen. Aber ich sage mal, 99% ist es halt wirklich so, dass sie halt falsch geparkt haben. Und dann werden sie abgeschleppt. Das ist einfach so. Aber das ist natürlich auch individuell. So wie gesagt, Zebrastreifen, behinderte Parkplätze, habe ich gar kein Verständnis. Dann müsste es noch teurer sein. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt, naja, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber im Großen und Ganzen, also das, wenn die abgeschleppt worden sind, dann ist das auch mit Grund, auf jeden Fall. Bad Füssing im Süden der Republik. Die Familie Denz hockt ausgeruht beim Frühstück im Hotel. Doch Angie will wissen, wie der Betrieb zu Hause läuft. Sohn Maurice kennt das schon. Ja, das hatten wir auch mal bei der Schule. Meine Mutter hat mir versprochen, sie kommt zu meiner Abschlussfeier von der Schule, aber dann kam sie leider doch nicht, weil der Job halt. Job war das Problem, war zu viel zu tun und ja, da war ich dann halt traurig.
Mit den Jahren wurde es zur Belastung, wenn man dann wieder eine Nacht nicht durchgeschlafen hat und wieder dem Kind versprochen hat, man geht ins Schwimmbad und man muss das absagen und wieder sich mit seiner Mutter treffen wollte und es hat wieder nicht geklappt. Und dann baut sich irgendwann so eine Frustration auf. Ja? Am Anfang ist das alles schön und gut und dann sagt man, ach, ist ja nicht schlimm und das eine Mal. Aber irgendwann denkt man, oh Mann, immer dann, wenn du was vorhast. Ich sehe es ja auch bei den Fahrern. Wir haben viele Fahrer, denen sage ich auch bei der Einstellung, denkt dran, Bereitschaft, Wochenende, klärt das mit euren Frauen. Und wir haben viele Leute, ich habe viele Leute gehabt, die später aufgehört haben, weil es mit den Frauen nicht funktioniert hat. Die dann gesagt haben, ja, jetzt sind wir zum Geburtstag eingeladen und du bist nicht da und jetzt habe ich gerade das Essen auf dem Tisch und du musst weg. Die haben ja genau dasselbe Problem. Und wenn die Frau nicht hundertprozentig dahinter steht, brauchen wir das gar nicht anfangen. Zu Hause in Frankfurt waltet Jürgen seines Chefamtes und erteilt dem jungen Kollegen einen heiklen Auftrag. Für den Neuen eine echte Herausforderung. Michael soll einen Transporter vom Typ Jumper abschleppen. Ja, der Jumper ist ein größeres Fahrzeug. Vielleicht steht er schlecht. Müssen wir dann gucken, wie wir den da rauskriegen. Müssen wir mal vor Ort schauen, wie die Situation ist. Der Transporter eines Paketdienstes wurde geklaut. Die Polizei hat das Fahrzeug in einem verwinkelten Stichweg wiedergefunden. Eine Premiere für Michael. So einen großen hatte ich bis jetzt noch nicht. Bin ich mal gespannt. Aber den müssen wir auf jeden Fall auf die Brille nehmen. Jetzt versucht die Polizei, den hier vorzubringen. Und dann schauen wir mal, dass wir den da drauf kriegen. Aus versicherungsrechtlichen Gründen darf die Polizei den Wagen nicht fahren. Ein Paketdienstmitarbeiter muss ihn zum Schlepper rangieren. Der bringt ihn zur kriminaltechnischen Untersuchung. Der wird jetzt abgeschleppt wegen der Beweissicherung. Also da können ja Fingerabdrücke, DNA-Spuren etc. im Fahrgastraum sein, die dann von dem Täter stammen. Und darüber werden die jetzt dann versuchen, Spuren zu sichern und die dann auszuwerten. Und vielleicht haben wir einen Treffer, man weiß es nicht. Gut, dass Guido dem neuen Mitarbeiter gerade noch gezeigt hat, wie die sogenannte Brille funktioniert. Michael dirigiert das Beweisstück auf die Vorrichtung. Etwas mulmig ist dem jungen Mann vor dem Start mit dem Kastenwagen, der nur mit Gurten gesichert ist. Das Gespann hat beachtliche Überlänge. Und die erste Kurve wird haarig. Dann hat Michael seine Fracht sicher am Haken. Und in Bad Füssing planscht Guido mit seinen Lieben im Pool. Chef müsste man sein. Tatsächlich nährt das Abschleppgewerbe durchaus einen Mann, solange man die Schattenseiten des Jobs in Kauf nimmt. Von den Finanzen her, es ist kein schlechtes Geschäft, aber es ist auch ein hartes Geschäft. Wie man sieht, man muss ja viel entbehren, dieses rund um die Uhr. Auf der anderen Seite nehmen wir uns unsere Auszeit hier, indem wir hierher fahren oder auch andere Urlaube machen. Man kann gut davon leben. Mit dem rollenden Diebesgut am Haken erreicht Michael sein Ziel, das Gelände der Polizei. Die letzte Kurve noch, dann können die Experten hier nach möglichen Spuren der Autoklauer suchen. Zumindest das weitere Rangieren bleibt dem jungen Abschlepper erspart. Auf dem eigenen Hof darf die Polizei den Wagen selbst bewegen. Michael ist erleichtert, dass die knifflige Mission problemlos geklappt hat. Ja, erstmal mit so einem langen zu fahren, das habe ich bis jetzt noch nicht so oft gemacht. Ne? Und dass alles gut geht, ist natürlich super. Ne? Kundschaft für Jürgen. So, dann einmal Papiere, dann 321 Euro. So günstig. Ja, leider mit Karte. Darf ich die mal? So, jetzt bitte Geheimzahlung, Bestätigung. Wann wurde es denn abgeschleppt? Moment, ich guck nochmal. Gestern Abend 20.16 Uhr. Vom Straßenverkehrsamt, parkt unverändert seit dem 29.04. mit Behinderungen auf Richtungspfeil. Aber das bekommen Sie noch mal per Post. Ein Rechtsmittelbescheid kommt dann noch mal. Okay. In 3 bis 5 Wochen.
Okay, alles klar. Trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, in Bornheim ist es nicht immer ganz so einfach, einen Parkplatz zu finden. Und wenn man dann irgendwie die 20. Runde gefahren ist, dann stellt man sich doch auch mal irgendwo hin, wo es vielleicht nicht erlaubt ist. Und dann passiert das leider mal. Ärgerlich. Ich glaube, das würde ungefähr ein Jahr Garage in Bornheim finanzieren. Sollte ich mal drüber nachdenken. Naja gut, es gibt natürlich auch Aggressive, ja, die werden auch böse und so. Ja. Ich meine, die wissen im Grunde genommen, wissen die alle, was sie gemacht haben. Ich meine, das ist ja klar. Aber die wollen es halt nicht wahrhaben. Ja, der erste Schock, mein Auto, ja, das ist immer so falsch geparkt, auf einmal weg, viel Geld. Ich meine, das ist viel, viel Geld, darf man nicht vergessen. Ja, und das können manche Leute nicht ertragen. Nach 2 Wochen hat Frankfurt sie wieder. Die Denzens sind aus dem Urlaub zurück. Und das Containerbüro ist wieder fest in Angies Hand. Grüß dich, hallo. So, hast du dir, das war der von der Hanauer, gell? Genau. Auch Guido ist wieder auf dem Kutschbock, unterwegs zu einer Unfallstelle. Ein 12-Jähriger hat den Zündschlüssel seiner Mutter geklaut und auf einer Spritztour mit seinem Freund 4 Autos gerammt. 2 davon und Mutters Golf sind Schrott. Wenn ihr das auch wegkennt, wir gucken uns das mal an. Ich lade ihn auf, fahr da so ein bisschen an die Seite und dann. Die beiden Jungs hatten großes Glück. Obwohl nicht angeschnallt, kamen sie mit Schnittwunden davon, weil alle Airbags ausgelöst haben. Mit dem Aufladen des Wracks ist es für den Abschlepper diesmal nicht getan. Bei einem solchen Unfall spielt Guido auch noch das Sandmännchen. Das ist Ölbindemittel, das saugt die Betriebsstoffe auf, dass hier keiner stürzt. Das wird dann später entsorgt. Das mache ich total gern. Wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir mal eine Kehrmaschine. Dann können wir ihn jetzt eigentlich ein Stück vorschieben. Auch der fast flammneue Benz rollt nicht mehr aus eigener Kraft. Der minderjährige Crashpilot hat den am Straßenrand parkenden Wagen beinahe frontal erwischt. Totalschaden. Schöne Sauerei. Das Wasser. Während die Polizeibeamten bereits abrücken, fegt Guido noch ein gutes Viertelstündchen. Dann bringt er den Unfallwagen an seinen 2. Firmenstandort, auf dem Gelände des eigenen Wohnhauses. Dort gibt es einen Ölabscheider. Er ist notwendig, um den Schlepper vom kontaminierten Bindemittel zu reinigen. Auch das Wrack wird hier geparkt. Zum Tagestarif von 18 Euro. Mit den Unfällen verdient man immer noch gutes Geld, weil die ja doch meistens 1-2 Wochen stehen. Kommt immer drauf an, wenn ein Gutachter kommt, sind die Leute dran schuld, nicht dran schuld. Dann stehen die auch mal ein bisschen länger, bis eine Schuldfrage geklärt ist. Oder bei Sicherstellungen, wenn die gebrannt haben, bis das dann ermittelt ist, bis die Autos freigegeben sind. Also das ist schon okay. Ist manchmal dankbarer wie ein Falschparker, weil die Leute motzen meistens nicht so viel. Ja. Es ist schon später Nachmittag, als der Schlepper endlich wieder glänzt. Für heute reicht es dem Ehepaar Denz am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub. Trotz maschineller Hilfe ist die Arbeit ein Knochenjob. Wie lange kann man sowas machen? Das geht noch eine Zeit. Ich habe zwar mit dem Kreuz zu tun, aber man kann trotzdem hier immer ziemlich gerade arbeiten. Gutes Fegen und so, das geht ein bisschen ins Kreuz, aber es geht. Also ich hoffe, dass ich es noch ein paar Jahre machen kann. Das Bindemittel muss aufgefüllt werden für den nächsten Einsatz. Und der wird kommen. So viel ist mal sicher. Denn das Geschäft brummt. Unfälle gibt es immer, Autos bleiben immer liegen, Verkehrsbehinderungen sowieso. Also ich glaube nicht, dass das weniger wird im Laufe der nächsten Jahre. Das möchte ich auch nicht hoffen. Schließlich hat Guido Denz gerade erst einen weiteren Schlepper bestellt. Seinen 5. Und der muss sich bezahlt machen.